Weil das ist ja eigentlich eine Kreissäge zum Geradeschneiden und die klemmt ja dann normalerweise. Deswegen mache ich das Sägeblatt auch nicht ganz tief, weil dann hast du die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zu korrigieren, damit ich einen Bogen schneiden kann. Mit einfachem Baumarktwerkzeug brauchst du gar nicht versuchen, bei der Eiche zu sägen. Und normalen Sachen, da hast du, da ärgert sich nur. Ne, wir überlegen, ob wir jetzt lieber den dahinter machen. Wenn es das so macht. Und jetzt hier gerade schneidet. Einmal die beiden zusammen und dann den anderen mit dem Bogen macht. Der nächste dann. Das haben wir halt noch nicht gemacht so, ne? Wenn man das halt gerade schneidet, hat man ziemlich viel Verlust. Und wenn man das schief macht, dann könnte man mehr Holz verwenden. Genau, wenn man das jetzt gerade schneidet, schneide ich ja ganz viel weg von dem Stamm. Und das ist ja eigentlich ein sauberes Holz, aber der hat einen Bogen. Und jetzt ist die Idee, dass wir jetzt, wenn das das Tor wird, soll ja so, und so, und so wird ja das Tor mit zwei Flügeln. So, und jetzt ist die Idee, dass man das erste Brett in der Mitte gerade macht. Das muss ja gerade sein. Und dann kommt halt das nächste so, und dann kommt das nächste so. So, und so kann ich halt mehr aus dem Holz machen, was hier ist. Und das gab es früher, da haben sie es wirklich gemacht, aber heutzutage macht das keiner mehr. Heutzutage wird das einfach so gerade gemacht und das sind ja schon relativ breite Bretter. Oft sind aber die nur Schmäler. Die meisten kaufen ja auch so fertiges Holz schon. Jetzt will ich den Bogen sägen. Das erste Mal probieren wir das mal aus. Ich habe das schon mal mit der Kettensäge gemacht. Das ist ja eine Kreissäge, die ist ja dafür da, dass man Kreise sägt, oder? Hat das da eingeschmissen? Habe ich beide überhaupt durchgeschnitten? Ja. Den brauchen wir nicht mehr. Nee. So, wenn wir jetzt das so hinhalten, halt mal ran. Das sieht doch gut aus. Ich finde, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sieht richtig gut aus. Der Bogen finde ich auch schön. Weil das ist ja eigentlich eine Kreissäge zum Geradeschneiden und die klemmt ja dann normalerweise. Deswegen mache ich das Sägeblatt auch nicht ganz tief, weil dann hast du die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zu korrigieren, damit ich einen Bogen schneiden kann. Also man hätte das auch alles an der Bandsäge machen können, was eigentlich die richtige Maschine ist, aber das ist sehr mühselig. Weil die langen Dinger an der Bandsäge lang zu schieben und dann den wieder anzuzeichnen und wieder lang, das geht hiermit schon einfacher. Ich mache das Sägeblatt nicht ganz so tief. Wenn ich jetzt hier das sehe, mache ich das so tief, dass ich gerade beide Hölzer durchschneiden kann zusammen. Nicht mehr. Weil wenn ich jetzt die ganze Tiefe hätte, dann ist das Sägeblatt noch länger. Und manchmal nehme ich das Sägeblatt einfach raus und taucht das hier wieder neu ein. Und das mache ich immer wieder. Und dadurch kann ich dann im Prinzip so einen Knick schneiden. Man hört das auch, die Säge klemmt dann. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass sie sich verkeilt. Und dann muss ich halt ein bisschen, ich mache das nach Gehör immer. Ich höre, wenn die Säge klemmt. Und dann muss ich ein bisschen korrigieren. Du spürst das und hörst das, wie die Säge läuft. Braucht da nicht mehr. Das hat man immer mit dem Gefühl so auch ein bisschen. Und das ist auch eine ziemlich gute Säge. Die ist sehr stabil. Das sind so Zimmereimaschinen. Die sind Kummer gewohnt. Das ist das Beste, was es auf dem Markt gibt. Mit einfachem Baumarktwerkzeug brauchst du gar nicht versuchen, bei der Eiche zu sägen. Und normalen Sachen, da hast du, da ärgert sich nur. Und diese hat einen Flipkeil. Das heißt, ich kann mit der eintauchen und der Keil springt von alleine weg. Das heißt, ich kann jetzt die Säge hier auf Null stellen und kann hier so ein Loch reinschneiden. Und dann geht dieser Spaltkeil von alleine weg. Das haben die normalen Handkreissägen nicht. Die normale Handkreissäge ist das fest angeschraubt. Und das ist der Vorteil bei dieser, da kann ich im Prinzip dann noch irgendwo eintauchen. So, hier sieht man eindeutig, was für einen Bogen ich da schneiden konnte. So, ne? Jetzt muss der hier hin, der dahin. So. Oh, voll cool. Ja, so, und jetzt nehmen wir den. Niklas, nehmen wir dann gleich für den nächsten noch. Fledermaus. Wo? Im Holzhaufen. Ich mach gerade Pause.
Habe ich ja noch nie gesehen. Hast du ein Foto gemacht? Komm, Herr W., setz ihn mal auf den Stapel irgendwo rauf, denke ich mal vor. Jetzt wird dein Holzhaufen gleich noch geschützt, Papa. Darfst nichts mehr runternehmen. Wie gesagt, wenn du das im Haus hast, kannst du zumachen. Wir geben dir erstmal eine Pause. Die ist ganz aufgeregt. Ja. Die unterm Regal dazwischen stört mich ja schon ein bisschen. Gib mal hoch, Janki. Wir gucken mal, ob wir die da ganz vorsichtig wegkriegen. Genau. Nicht runterlassen, nicht runterlassen. Mach ich nicht. Nicht runterlassen. Guck mal. Super. Genau, so machen wir das. Aber so dicht habe ich die noch nie gesehen, eine. Schreib das mal Hanna, dass wir nicht wieder machen. Dann packst du den Holzstapel, den wir nicht brauchen, nachher. Ja, guck mal. Achtung! Schwer verletzt. So, guck mal. Jetzt. Setz sie mit der Leiste hier oben hier hin. Guck mal, dann kann sich da wieder verkriechen gleich. Ich denke, das ist ein guter Platz. Ja, abends sehen wir so oft, wenn wir draußen noch sitzen oder so, fliegen sie dann umher. So, jetzt Achtung. Hoffentlich hat es euch auch diese Woche wieder gefallen. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie die Bretter als fertige Tore an der Scheune aussehen, dann lasst gerne ein Abo da.